Willkommen zu einem nächsten Video. Wir sind in einer Figurenfolge, die ihr tanzen könnt im Slow Foxtrot. Ich zeige zuerst den Teil für den Herrn. Und zwar zeige ich euch heute eine Figurenfolge, die die sogenannten Slow Promenades, die langsamen Promenaden beinhaltet. Die gibt es auch im Quickstep und im Walzer. Die könnt ihr also relativ viel einsetzen, lassen sich aber auch wunderbar im Slow Fox tanzen. Und ich zeige sie euch heute in der Figurenkombination. Starten wir mal denn. Ihr startet mit einem Federschieben. Feder, zwei, drei, drei, zwei, drei, rechts, Drehung im Pötus. Jetzt seid ihr Promenade geendet. Jetzt kommen die Slow Promenades. Slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Ihr endet nicht in Promenade, sondern gerade auf die Dame zu und tanzt slow, quick, quick, wieder von vorn in einen Federschritt. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Feder, zwei, drei, drei, zwei, drei, rechts, Drehung im Pötus, slow, Promenade 1, slow, Promenade 2, slow, Promenade 3, slow, Promenade 4, Feder, quick, quick. Das bedeutet, dass ihr die letzte, die vierte Slow-Promenade nicht in Promenade endet, sondern in Gegenüberstellung eurer Dame führt und dann kommt ihr da raus. Ja? Damit die Dame merkt, was ist was, der Unterschied ist eure linke Schulter. Geht eure linke Schulter zur Dame, wird es eine Promenade. Ja? Komme ich raus und meine linke Schulter bleibt irgendwann stehen und ich gehe in den Federschritt, da ist sie nicht so stark vorne, daran merkt sie am Ende den Unterschied. Ja? Meine Herren, ich zeige euch die Figur nochmal aus der Promenade. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Das Ganze tanzt ihr viermal, also die Bewegung, die Doppelform, sechs Schritte zweimal und dann seid ihr raus. Ich zeige das Ganze für die Damen. Meine Damen, ihr tanzt. Feder, quick, quick, drei, quick, quick, rechts, Drehung im Pötus. Vor, erste Mal, vor, zur Promenade, vor, zweite Mal, vor, in der Gegenüberstellung und von vorne, ihr seid wieder im Feder- und im Dreierschritt. Ja, meine Damen, ihr müsst da genau gucken, was der Herr will. Er könnte sie ja öfters oder weniger oft tanzen. Das heißt, auf euch kommt es da schon an, ob sich die Figur gut anfühlt oder nicht. Wichtig, nach dem Impetus geht es in Promenade und ihr geht in die Slow Promenades hinein. Ja? Viel, viel Spaß euch beim Üben.